Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego DC Super Villains. Ja, im letzten Part haben wir ja herausgefunden, dass das Crime Syndicate doch nicht so gut ist, wie die sich ja hingestellt haben. Und ja, jetzt ist Robin wieder da und wir müssen jetzt mit der Motherbox, ja, ich sag's mal, glaube ich, zur Bathöhle, um dort das zu untersuchen, was mit dieser Motherbox eigentlich ja jetzt los ist. Ja, und damit dürfen wir mit dem wunderschönen Batmobil fahren. Ist ja natürlich mega geil. Und ja, wie gesagt, endlich können wir auch mit Batman spielen. Und, hoppala. Oh Gott, Hilfe. Wie gesagt, Batman finde ich ja persönlich ja ganz geil. Also ist ja mein persönlicher Lieblings-Superheld im Vergleich zu Superman. Und jetzt sind wir wieder in Gotham City. Oh mein Gott. Also in Batman Arkham Knight kann ich besser fahren. Entschuldigung. Oh Gott. Also ich sag immer noch, Jungs, ich kann besser Auto fahren. Ihr könnt mich immer noch buchen, ne? Diese Lexicogram-App ist echt beliebt, was? So, da haben wir jetzt ein Rätsel. Und wie wär's damit? Richtig. Und zack. So, das ist Rob. Bist du jetzt den ganzen Weg hergelaufen, Robin? Du hast doch ein. Oh, komm. So, da setzen wir jetzt die Geschichte fort. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich wusste es! Wir wussten es, Jimmy. Unsere Arbeit hat sich bezahlt gemacht und diese Schurken vom Syndicate sind wir los. Nach all ihren Taten hat die Gerechtigkeit gesiegt. Ja! Die League ist wieder im Einsatz und es wird nicht lange dauern, bis Darkseid und sein Planet wieder dort sind, wo sie hingehören. Wir wissen, worauf er aus ist, also ist es nur eine Frage der Zeit. Aber ist er nicht viel mächtiger als das Crime Syndicate? Batman scheint sich nicht so viele Sorgen um diesen Typen zu machen. Und er hat nicht einmal Superkräfte. Aber sag ihm das bloß nicht. Sie sind jetzt abgelenkt. Bringen wir dich in Sicherheit. Nicht leicht. Mit Darkseid Schlägern auf den Fersen? Hey, wer hat dieses Würstchen eingeladen? Oh, was war das? Ja, der perfekte Zeitpunkt, um in einem Aufzug stecken zu bleiben. Wir müssen sofort hier raus. Vielleicht hat unser Neuling hilfreiche Kräfte. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal gucken. Was wir machen können. Gucken nochmal vor ich selber. Also ja. Stimmt ja. Ja, gedrückt halten. Ja, auf jeden Fall ist jetzt der Steppenwolf da. Mit seinen Gefangenen. Also was heißt der Gefangene? Mit seinen Untertanen und ja, möchte uns, ich sag's mal, wirklich aufhalten. Ja, wir haben ja die Anti-Lebensformel. Und deswegen sind wir ja auch so, man kann ja sagen, auf seinem Radar. Weil, wie gesagt, er hat ja das, was er braucht.
Deswegen macht es ja umso mehr Sinn. So. Ich gehe aber jetzt kurz nach oben. Um das hier kurz kaputt zu machen. Und dann nur, dass der Weg dann wieder versperrt ist. Ja, perfekt. So muss das übrigens, ne? Okay, wir haben wenigstens. Die Kampffähigkeiten von Deathstroke kommt niemand an. Natürlich kann ich mich drum kümmern. Hey, was ist da los? Ihr lasst uns doch nicht zurück, oder? Nein. Wir kümmern uns nur um unerwarteten Besuch. Ja. Nur das machen wir. Alles gut. Zack. Okay, wir müssen aber erstmal das Ganze nochmal ausbekommen. Oder so machen. Uns unsichtbar machen. Dann können wir hier nach oben. Das ist ja Deathstrokes Fähigkeit. Den ich, by the way, echt cool finde. Also so vom Lego-Design jetzt her. Machen nochmal hier alles kaputt, für euch halber. So. Ah, da. So. Ah, sieht aus, als ob wir irgendwas bauen könnten. Das sieht jetzt immer sehr auffällig gemacht. Ja, alles kaputt machen. Alles kaputt machen, was geht. So, das will ich noch mal kurz haben und dann. Drehen wir das. Hi Jungs! Okay, lasst uns zusammenbleiben. Jemand mit solchen Superkräften sollten wir nicht verlieren. Unser kleiner Frischling hat sich bisher wirklich ganz gut bewährt. Na toll. Gleich kommt noch mehr Ärger. Kriegen wir das hin? Natürlich kriege ich das hin. Los! Ja, wir packen das. Wie schlimm muss die Lage sein, dass ich plötzlich die Stimme der Vernunft bin? Ich weiß es nicht. Aber gut, ihr arbeitet ja auch eigentlich nicht mit gerade mit den Leuten zusammen, wo das ja normal ist, dass man mit denen zusammenarbeitet. Aber ihr arbeitet mit Harley Quinn, Joker und so zusammen, also, ne? Alleine schon das ist ja auch schon ungewohnt. Ach, komm schon. Zack, zack, zack. So. Was? Was wollte mich jemand verhöhnen? Aua. Du gehst da weg. So. Wo ist er? Da. Hilfe. So, du kannst jetzt mal gehen. Ah, das würde sowieso jetzt erstmal lange dauern. So. Ach, komm. Ich finde es gut, dass es überhaupt nicht nervig ist. So, jetzt aber. Danke. So. Jetzt können wir uns darauf konzentrieren. Okay, wir haben wenigstens das jetzt gemacht. Haben anscheinend ein geheimnisvolles Teil gefunden. Okay.
glaube, ja, Deathstroke. Dich brauchen wir. Mit deiner Pistole. Zack, zack, zack. Warum sind wir Cyborg? Ja, deswegen. Oh Gott. Oh, weg da. Ach so, und deswegen. Ja, das macht ja natürlich auch Sinn. Aber wir sammeln das mal hier nochmal kurz ein. Warum? Wir können es einfach. Wir sind ja eh gerade dabei, also von daher. Nein, das Auto. Das schöne Auto. Zack, zack, zack. Nochmal kurz alles eingesammelt. Kommt mal mit, Jungs. Wir brauchen euch mal. Okay. Achso, rein theoretisch könnten wir die holen. Oder von Grünchen mal Wasser, und wir haben aber jetzt nicht den Charakter dafür. So. Hopp, 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 wir machen kurz das kaputt. Hopp, 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 hopp. Ich liebe es. Kommt mit, Jungs. Ich finde es aber gut, dass das mein Deathstroke so aufzeigen muss, was sie machen müssen. Finde ich ja sehr, sehr super. So. Also wenn ich ein Lego-Set aufbaue, das würde so lange dauern, dann würde ich ja... Das wäre ja super. Darüber würde ich mich ja sehr, sehr freuen. Und somit haben wir jetzt das Batman-Logo. Was immer noch sehr, sehr cool aussieht, das Batman-Logo. Ich mag's immer noch. Das Feuer in den Griff bekommen. Eigentlich ja. Komm schon raus hier, es ist hier nicht sicher. Bring doch schnell in Sicherheit. Wo kann sagen? Ich kann an der Stelle nicht hier bleiben. So. Jetzt noch das da oben. Tatsächlich. Und dann haben wir eigentlich alles. Yep. Sehr gut, Leute. Wirklich tolle Leistung. Batman, Sie haben den Frischling! Batman, ich hab dich schon vermisst. Falls Darkseid den Frischling in die Finger bekommt, wäre das übel, oder? Das ist noch untertrieben. Dann sollten wir besser was unternehmen. Versuch mitzuhalten. Ha!
Er darf uns nicht entkommen. Das gehörte auch nicht zu meinem Plan. Ihr erbärmlichen Kreaturen, ihr kriegt mich niemals. Naja. Ja, wir verfolgen jetzt den guten alten Steppenwolf, der ja uns hat, auf jeden Fall. Das finden wir aber jetzt nicht so geil. Ja, schon. Das ist doch, Jo! So, jetzt müssen wir ihn erstmal nur hinterherlaufen. Nein! Nein! Ausgerechnet! Ba, ba, ba. Ach komm, ich fall genau da rein, oder was? Ach, komm schon. Ja, schön. So. Ich habe nur noch zwei Leben. Sehe ich gerade. Das freut mich jetzt nicht so. Mal sehen, wie ihr mit meinen Haustieren klarkommt. Das gefällt mir gar nicht. Achtung, Catwoman. Ich hoffe, ihr mögt Tiere. Oh oh. Die sind aber nicht aus der Zoohandlung. Ja, nee. Nicht so wirklich, Catwoman. Au, au, danke. Doch gar nicht, ihr hättet eine Chance zu gewinnen. Nur ja, weil ihr jetzt so lange überlebt habt. Aua. Ich will hier weg. So, jetzt müssen wir nochmal richtig gucken. Oh Gott. Vielleicht können wir den Biestern ein paar Tricks beibringen, Wagner. Das dachte ich auch gerade. Locken wir sie zurück zu ihrem Herrchen. Ich liebe es. Ja, okay, ja gut. Batman, du kannst auch in den Freitod gehen. Was ist passiert? Auf jeden Fall das, was wir wollten. Oh Gott. Hilfe. Zack. Es ist genau das passiert, was wir wollten. Du nimmst Schaden und wir... Hilfe. Hoppala. Warum sollte nur ich Spaß haben? Aufziehen, meine Schergen! Oh Gott. Ja, wie gesagt, der Bosskampf, er ist an sich, ist er ja wirklich sehr, sehr einfach. Aber ich mag ihn jetzt nicht so unbedingt, weil, ja. Das habe ich nicht erwartet. Habt ihr vergessen, mit wem ihr es zu tun habt? Nee, nicht wirklich, aber... So, jetzt müssen wir hier dasselbe nochmal zusammenbauen. Aua. So. Was ist passiert? Du bist umgefallen. Das ist passiert. Ja, der Steppenwolf, der rastet noch mal aus, danke. Ich kämpfe im Namen des mächtigen Darkseid. Ihr vertretet nur die unbedeutende Menschheit. Der so. Kampf ist längst entschieden. Na, finde ich jetzt nicht.
Oh mein Gott. Okay, wir sind aber jetzt schon sehr oft, ich sag's mal, gestorben. Ja, ist in Ordnung, krass. Okay, der... So, jetzt hat er noch zwei Leben. Vielleicht kann ich mir mit diesen Teilen auch etwas Verstärkung organisieren. Ja, einfach mal gucken, Batman. Also, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. So. Von euch herausgefordert zu werden, ist ein Leid. Das kriege ich hin. Jawohl! Nein. Nein! Da! Vielleicht könnt ihr was erleben. Na ja, komm, zeig dich. Let's go! Komm, geh da rein. Also eigentlich ist es ja jetzt nur noch einfach. Gott sei Dank. Ja, komm, zeig dich. Und wir haben ihn. Du hast nicht nur die Anti-Lebensformel. Du bist die Anti-Lebensformel. Musste wohl einen Zug erwischen. Okay, Überraschung vom Steppenwolf. Und noch eine Überraschung. Luther hat Batman und Catwoman anscheinend gerettet. Naja, ob man, wie gesagt, Luther noch wirklich vertrauen kann, das bezweifle ich jetzt gerade so ein bisschen. Weil, wie gesagt, Luther hat uns ja... Er hat uns ja natürlich wunderschön verraten. Deswegen weiß ich nicht, ob man ihn jetzt nochmal vertrauen kann. Ich würde es jetzt nicht machen, aber das wird man ja noch sehen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Bosskampf mit dem Steppenwolf, das ist so der einzige, wo ich persönlich sage, den mag ich jetzt persönlich jetzt überhaupt nicht, aber naja, was will man machen? Wir gucken nochmal, wie es weitergeht und dann hören wir uns gleich wieder. Wollte Darkseid meinen Frischling? Dein Frischling hat den letzten Teil der Anti-Lebensformel. Falls Darkseid die Formel bekommt, dann gehen im ganzen Universum die Lichter aus. Nicht schlecht, Luther. Ich hätte es nicht besser hinbekommen. Irgendjemand musste ja das Ruder übernehmen, während du weg warst. Ich war kurz davor, die Welt von allen Verbrechern zu befreien. Ja. Was das angeht... Aber wer von euch kann sagen, er hätte an meiner Stelle nicht genauso gehandelt? Nicht ihr, die. Ja, stimmt wohl. Ja, da ist etwas dran. Wenn Darkseid wieder auf Apokolips ist, kann ich uns mit dem Schallröhrengenerator von LexCorp dorthin bringen. Das umgeht die meisten Sicherheitssysteme. Kriegst du das wirklich hin? Ich bin Lex Luthor. Ich kriege alles hin. Wir müssen den Frischling schnell befreien. Apokolips zurückzuschicken ist sinnlos, wenn Darkseid seine Anti-Lebensformel vollendet. Stimmt. Ich hoffe nur, dass wir rechtzeitig kommen. Ja, und das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part machen von Let's Play Lego DC Supervillains. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, das Ganze für euch aufzunehmen. Wie gesagt, Lex Luthor. Ich habe schon Lex Luger gesagt, ist wieder da und ist jetzt anscheinend im Zusammenpaket mit Superman da. Gut, Lex hat ja auch hat's auch eigentlich nicht schwer, weil wie gesagt, der redet mit Superschurken. Also natürlich hätten sie das natürlich an seiner Stelle auch gemacht. Aber naja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen.
Ich hoffe, ihr hattet auch wunderschöne Weihnachtstage mit euren Liebsten. Und dann, wie gesagt, hören wir uns allerspätestens nächste Woche wieder zu Let's Play Resident Evil 4, den Remake, und zu halt Let's Play die Lego DC Super Villains. So, jetzt habe ich's. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss und bis nächste Woche. Ciao.